In diesem Jahr war ich in Lüchen und Umgebung unterwegs, unter anderem am Aalsee, der allerdings nicht geeignet ist, um zu schnorcheln, da sehr grün war. Aber ich konnte hier eine Ringelnatter beobachten, die sich an einem toten Fisch versuchte. Sie hat etwa 10 Minuten versucht, diesen Fisch zu packen von allen Seiten. Allerdings hatte er keinen Kopf und aus dem Grund konnte sie ihn auch nicht greifen. Also auch ein Ringelnatter verschmäht Aas nicht. Sie entfernte sich auch alle paar Minuten, aber kehrte immer wieder zurück zum Fisch und versuchte immer wieder aufs Neue ihn zu schnappen. Leider war die Sicht nicht die beste, da ich vom Steg aus filmte und doch die Entfernung ein bisschen zu weit war für entsprechende Aufnahmen. Der Geruch ist wahrscheinlich sehr verlockend, doch schließlich gibt sie auf. Ja, der nächste See war dann der tiefe See und der ist natürlich sehr gut zum Schnorcheln geeignet, da das Wasser hier sehr klar ist. Ja, und schon nach einigen Metern begegnet mir auch schon der erste kleine Hecht. Also hier habe ich diverse Hechte filmen können. Mir persönlich sind jetzt keine großen Exemplare begegnet, aber trotzdem ist es ja ein unheimlich tolles Erlebnis, wieder mal ein Hecht vor der Kamera zu haben. Ja, stellenweise war ja hier alle 2 Meter ein Exemplar zu sehen. Der war schon etwas größer, auch schon wunderschön gezeichnet. Also, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich so ein Hecht vor der Kamera habe. Und auch einen Schwarm Rotfedern habe ich gefilmt. Und natürlich der Barsch, der darf ja nicht fehlen. Ein Schwarm junger Barsche zieht vorbei.
Ja, und auch an anderer Stelle natürlich wieder der Hecht. Ja, und nochmal der Schwarm junger Barsche. Ja, mich fasziniert immer wieder die Unterwasserwelt. Manche Stellen sehen sehr futuristisch aus, wie ja, auf anderen Planeten. Aber das ist eben das Tolle an unseren Seen, an unserer fantastischen Natur. Ja, und zum Abschluss nochmal der Barsch, der auch hier genauso neugierig ist wie in anderen Seen. Von den drei Seen, die ich hier genannt habe, ist der tiefe See der klarste, also zum Schnorcheln. Ideal geeignet. Ja, und im Faulen See sind mir da noch ein paar schöne Aufnahmen gelungen. Ein paar schöne Aktaufnahmen. Ich muss auch gleich dazu sagen, diese Aufnahmen sind gestellt. Ich filme niemanden, der nicht gefilmt werden will. Schon gar nicht würde ich die Bilder dann veröffentlichen. So, mit diesen Aufnahmen vom Faulen See möchte ich mich dann verabschieden und ich hoffe, wir sehen und hören uns im nächsten Jahr wieder.